Servus und grüßt euch hier auf dem YouTube-Kanal Der absolute Hammer. Ich habe noch gar nichts gesagt, aber wir klingeln jetzt schon die Ohren. Ja wie? Schon wieder ein Laser? Ja, heute gibt's wieder einen Laser. Und zwar möchte ich euch den TwoTrees TTS 20 Pro vorstellen. Nachdem mich TwoTrees mit dem SP5 3D-Drucker damals echt sehr positiv überrascht hat und sie auch einiges an Laser im Portfolio haben, möchte ich mir so einen anschauen und euch meine Meinung kundtun. Aber keine Angst, das Hauptaugenmerk bleibt beim 3D-Druck. Und es war eigentlich auch ein 3D-Drucker-Review geplant, aber das Video wurde nicht fertig und der TTS 20 Pro lieferte so am Schnürchen ab, dass ich ihn vorgezogen habe. Aber zurück zum Wesentlichen. Jetzt kommt noch das Intro und dann geht's los. Viel Spaß beim Zuschauen und bis gleich. Der Dank im heutigen Video geht direkt an die Firma TwoTrees, denn sie haben mir den Laser für das Review zur Verfügung gestellt und dieses Video dadurch ermöglicht. Link zum Gerät findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ja, an dem Riesenkarton lässt sich schon erahnen, vermutlich wird der Laser zum großen Teil vormontiert sein. Das bewahrheitet sich auch beim Auspacken. Und wie man sieht, habe ich wieder meine Schwierigkeiten, es für euch sauber vor die Linse zu bringen, da das Teil echt groß ist. Aber fangen wir mal damit an, dass wir das Handbuch rausholen, welches ich wirklich loben muss, da es sauber gemacht ist und sogar auf Deutsch. Die typische Laserbrille, ein 12 Volt 3 Ampere Netzteil für den Air Assist Kompressor, ein 24 Volt 4 Ampere Netzteil für den Laser himself, ein optisch ansprechend gut aussehender Air Assist Kompressor und das Herz des Gerätes. Der Laserkopf. 20 Watt soll er haben. Oh, ein Honeycomb ist auch dabei. Sehr schön. Großer Pluspunkt. Ein USB-A auf USB-B Kabel. Klassischer Anschluss also. Und der Luftschlauch für den Air Assist Kompressor. Zwei Tüterl mit Kleinteilen und ein Tüterl mit Werkzeug und Micro-SD-Karte. Und schon kommen wir auch zum Rahmen des Lasers. Dieser ist echt gut und sauber verpackt, jedoch nur aus 20x20 Profile. Ich bin mir nicht ganz sicher, er wirkt etwas windig, aber es wird sich zeigen, ob er ausreicht oder ob das Ganze wackelt, wie wir sagen, hier wie ein Kurschwanz. Aber lassen wir uns überraschen, denn dafür mache ich ja diesen Test. Gut. Und zum Schluss noch das Honeycomb. Es hat eine Fläche von 350x350 mm. Am besten würde ich es ja finden, es gäbe ein Honeycomb dazu, das die komplette Laserfläche abdeckt, also genauso groß wie der Laser lasern kann. Und im Idealfall mit einem Anschlag, wo man die Objekte direkt hinlegen kann, wenn man sie auf den Nullpunkt in Lightburn oder so stellt. Aber wir sind schon mal ganz froh hier, dass wir so eins bekommen und nicht gar nichts haben. Denn mit den 35x35 cm lässt sich schon was anfangen. Nun gut, das waren jetzt erstmal alle Teile. Und wie immer gibt es jetzt noch eine kurze Übersicht des Kartoninhalts. Der Aufbau geht wirklich einfach. Nicht ganz so schnell wie beim Falcon 2, aber trotzdem bedarf es kein Elektrotechnikstudium dafür. Das Handbuch und keine zwei linken Hände reichen schon aus. Zuerst schnappen wir uns die M3x20 Schrauben und schrauben das Kästchen mit der Steuereinheit vorne an den Laser. Die Schrauben werden von hinten durch das Profil geschraubt. Das ist für niemanden eine Herausforderung. Dann nehmen wir zwei der M3x6 Schrauben und befestigen den Kabelhalter vorne links. Schraublöcher bzw. Gewinde sind im Profil. Im dritten Schritt, übrigens alles sauber im Handbuch beschrieben, nehmen wir die letzten beiden M3x6 Schrauben und montieren den Endanschlag der X-Achse an seinem Platz. Das könnte man zwar vormontieren, aber ist jetzt auch kein Aufwand. Dann steckt man den natürlich auch gleich noch an. Dann kommt auch schon das Herz hinzu. Der Laserkopf persönlich wird an seinen Platz geschoben. Der wird von oben in den Schlitz eingeführt und dann mit der Schraube fixiert. Bei mir war die Schraube relativ weit drin, ich musste sie erstmal herausdrehen. Ist auch dann der Fokus und machen einige Hersteller so, je nachdem wie weit man hoch und runter muss, wird die Schraube gelöst und der Kopf nach oben oder nach unten verschoben. Ja, dann haben wir noch die Kabel mit den Kabelbindern zu fixieren.
Das ist relativ einfach. Den Kabelschlauch in die vorhergesehenen Halterungen drücken und mit je zwei Kabelbindern fixieren. Fertig. Und hier kommt jetzt auch mein einziger Kritikpunkt am Aufbau. Die Befestigung des Kabelschlauchs am Laserkopf. Denn ich muss mit dem Kabel mehr oder weniger ganz nach unten, beziehungsweise der Schlauch muss ganz runter, um festgemacht zu werden, und dann das Kabel wieder hoch. Dafür ist es aber irgendwie zu kurz und auch kein Raum, dass ich rausführe. Daher habe ich mich entschieden, nach ein bisschen hin und her überlegen, ich ziehe das Kabel am letzten Stück aus dem Kabelschlauch heraus, befestige das Kabel dann nicht unten, sondern nur den leeren Schlauch, fixiere es dann mit dem Kabelbinder am Schlauch und gehe mit dem Kabel weiter oben schon raus aus dem Kabelschlauch. Ich hoffe, ihr versteht es, ihr seht es ja auch. Gut, und das ist wie gesagt nicht so perfekt beschrieben, aber naja, man muss halt ein bisschen improvisieren. Gut, dann nehme ich auch noch gleich den Schlauch für den Air-Assist-Kompressor und stecke ihn am Laserkopf an und mit Kabelbindern fixiere ich ihn dann vorsichtig, nicht zu fest, weil sonst drücke ich ihn zu, der ist recht leicht zu drücken, dann kommt keine Luft mehr durch, das wäre blöd, noch an dem Kabel und ja, führe ihn zur Pumpe nach links rüber. Gut, im Handbuch wird als letzter Punkt noch die X-Achse aufgeführt, die soll noch eingestellt oder geprüft werden, ob sie sauber parallel läuft. Mit einem Lineal oder Messschieber, was ihr gerade da habt, könnt ihr das recht einfach machen. Solltet ihr auf jeden Fall tun, egal ob es jetzt gut ausschaut oder nicht. Das kann später dann unschöne Verzüge im Lasern geben. Im Handbuch geht es dann noch mit Riemen spannen und anschließen von Kabel weiter. Bei mir haben allerdings alle Riemen gepasst und die Stecker waren alle verbunden. Also ist der Aufbau somit abgeschlossen. Wie bereits öfter gesagt, gibt es zwei verschiedene Programme zur Bedienung, Lightburn und Laser GBRL. Zweiteres ist kostenlos, ich habe mich jedoch für Lightburn entschieden und kann das auch nur voll empfehlen. 60 Euro sind kein Weltuntergang und eine Datei zum Importieren der Einstellungen liegt auch dabei. Das heißt, einfach Datei laden und der Laser ist eingerichtet und schon kann es losgehen mit Schneiden und Gravieren und Rauch und Dampf und Gestank machen.
Ja, mein Fazit zum TuTrees TTS 20 Pro. Anfangs war ich wirklich etwas skeptisch, ob die 20x20er Profile stabil genug sind. Aber sämtliche Skepsis war absolut umsonst. Der Rahmen trägt den Laser sauber und ist stabil. Wie ich vorher schon sagte, ich bewerte alle Laser mit Lightburn und nicht mit Laser GBRL. Und die Apps der jeweiligen Hersteller lasse ich auch außen vor. Ich denke, hier ist meine Einstellung schlichtweg, ich will da einen PC daneben stehen haben, mit dem ich den Laser sofort bedienen kann und nicht eine App, die ich erst aufrufen muss und so weiter und so fort. Die App ist ein nettes Nice-to-Have-Teil, um den Laser zu überwachen, aber prinzipiell möchte ich auch das nicht, denn die volle Kontrolle mit dem PC in der Nähe ist für mich wichtig. Ich bin da sehr vorsichtig, insbesondere so ein Laser ist ja kein Spielzeug, sondern ein mächtiges Werkzeug, der dir auch zum einen mal das Augenlicht nehmen kann und zum anderen mal die Bude abfackeln kann. Also von dem her sollten wir uns da schon bewusst sein, das nicht einfach so rumzuspielen mit dem Ding. Auch niemals ohne Brille lasern. Außer ihr habt euch eine Einhausung gebaut oder gekauft mit entsprechender Abschirmfolie. Aber gut. Jetzt erst einmal zurück zum TTS 20 Pro. Was mir nicht so daran gefällt. Ich gehe jetzt nochmal zum Zusammenbau zurück. Das Kabel, das zum Laserkopf geführt ist. Ja, ich habe es vorher schon erwähnt, das ist etwas ungeschickt platziert oder verbaut. Das könnte man vielleicht noch ein klein bisschen verbessern. Aber wie gesagt, ich habe einen Weg gefunden und es funktioniert und es wird keine Nachteile haben, also passt das schon. Dann habe ich mich an den kleinen Notausknopf der Konkurrenz eigentlich schon recht gut gewöhnt gehabt. Aber gut, hier kann man ganz einfach den Netzstecker ziehen. Wäre aber schön, wenn der Knopf da wäre. Den Endstopp hätte man theoretisch vormontieren können, ist jetzt auch kein Weltuntergang. Kann man drüber hinwegsehen. Kommen wir aber nun zu den positiven Dingen. Er ist wirklich leise. Für einen 20 Watt Laser ist er richtig leise. Ich habe schon viel Lauteres erlebt. Auch das Kabelmanagement finde ich soweit richtig schön gelöst. Anders, aber schön. Durch seine Ausstattung, also in diesem Fall spiele ich darauf an, dass der TTS 20 Pro ein Honeycomb und ein Air Assist dabei hat, eignet sich meiner Meinung nach der Laser gleichermaßen für Anfänger wie auch für Upgrader. Preismäßig bewegt sich der TuTrees TTS 20 Pro bei ca. 560 Euro bei TuTrees direkt mit dem Couponcode, den ihr in der Videobeschreibung findet. Wie gesagt, Air Assist Kompressor, ein optisch sehr schöner, und Honeycomb 350x350mm sind im Lieferumfang. Was ich da so richtig cool finde, ist, dass so kleine Nupsis dabei sind. Also so Teile, mit denen man Sachen auf den Honeycomb fixieren kann. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, bei mir heißt das Ding einfach Nupsi. Muss ich mir bisher für andere Honeycombs drucken, hier sind sie dabei, die Nupsis. Super. Ja, so kleine Dinge können halt echt positive Gefühle erzeugen. Und das freut einen dann doch. Leistungsmäßig ist der TTS 20 Pro, wie die anderen 20 Watt Laser, die ich in letzter Zeit in den Fingern hatte, eher noch etwas stärker, denn ich habe das Gefühl, ich konnte etwas schneller fahren als mit anderen. Ach übrigens, hat TuTrees auch eine Menge Zeugs zum Gravieren im Shop, sei es Metallanhänger, Holz und vieles mehr. Also wie gesagt, den TTS 20 Pro kann ich euch mit gutem Gewissen empfehlen. Falls ihr noch Fragen habt, dann schreibt sie mir doch gerne in die Kommentare. Ansonsten danke ich euch, dass ihr bis hierher dran geblieben seid und hoffe, dass es euch gefallen hat. Lasst mir einen Daumen hoch und ein Abo da, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr und macht mir echt eine Freude. In diesem Sinne, Servus, Habidere, macht's es gut und bis zum nächsten Video.